Guten Morgen, guten Morgen. Heute kommt Teil 2 von meiner krassen Pflanzenwand. Ich habe sie schon mal eingeblendet. Ihr seht jetzt auf jeden Fall eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie wir dieses krasse DIY an die Wand gebracht haben. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Oh, der Spiegel sieht so krass aus. So, ich halte es jetzt hier ran. Ja, also so festhalten. Ich halte es so fest. Das sind genau 7 cm. Reichen da 2 aus oder machen wir 3 Löcher? Wir machen 3 Löcher. Also meine Löcher sind hier zu sehen. Aua! Aua! Ich hab mal geiles gemacht. Du wolltest aber. Was wollte ich denn machen? Aua, jetzt hast du es gemacht. Ich habe geiles gemacht. Und den auch festmachen und dann mit Wasserwaage auf gleicher Höhe. Das austarieren. So gepuppelt gerade? Nein. Hat man das im Spiegel? Ja. Das ist so ein bisschen scheiße, wenn deine Spiegel zu sehen ist. Okay. Und ja, legen Sie los. Also die Wand ist richtig scheiße, möchte ich nochmal anmerken. Die Wand hat, ist so eine, das ist so eine, wie nennt sich denn das? Das ist so eine Betonwand mit Stahlstreben drin und ja. Kiesguss. Ja. Also da sind kleine Steine in der Wand drin, da kann, das kann man ausrasten. Mit einer normalen Bohrmaschine kommt man da nicht rein. Ja, perfekt. Perfekt, habe ich richtig gut ausgemessen. Hier haben wir wieder eine Frauenaufgabe, die schaffe ich auch noch. Perfekt. Huh. Oh, doch nicht so perfekt. Ich habe einen fallen lassen. Der sitzt auch super. So wollten wir das. Okay. Versuch Nummer 2. Das sitzt doch jetzt schon ultra gut. Und jetzt hast du gesagt, die gelbe Wasserwaage wieder. So Leute, jetzt seht ihr, was das Kluge ist. Wir haben jetzt hier die Wasserwaage aufgelegt. Die ist genau in der Waage drin. Den anderen Winkel setzen wir genau da drunter. Und jetzt können wir nämlich das in der Waage auf gleicher Höhe festmachen. Festmachen. Jetzt bohre ich da die nächsten Löcher rein und es geht weiter. Schert ihr alle Bügeln? 6 Stück. Erstmal 3. Ja. Aha. 1, 2, 3. Und die nächsten 3. Wolltet ihr nicht auch schon immer mal Bäume an der Wand haben? Ich habe gerade gemerkt, wenn ich nach links drehe, drehe ich die Schrauben wieder raus. So. Das heißt, 3 von 4 hängen und wir können ja mit der Wasserwaage nochmal austrocknen. Perfekt. Und perfekt. Das können wir wieder aufheben. Das ist alles? Das ist optimal. Also noch mehr in der Waage geht nicht. Also hier Beweisfoto, das liegt hier auf. Beweisvideo natürlich, das liegt da auf. Und haben wir das nicht genial hingekriegt? Wie wunderschön sieht denn diese Blase da drin aus? So, hier wurden jetzt alle Löcher gebohrt. Ich habe die Dübel reingemacht und das alles festgezogen. Und Osok hat es nochmal kontrolliert, ob ich das richtig gemacht habe. Und jetzt hat der gute Mann schon den Baumstab in der Hand. Ich würde sagen, aber zuerst den anderen. Ja, weil ja. Der ist länger und dünner. Und dann ist nämlich der etwas dickere außen. Das heißt, die Töpfe stehen ganz leicht nach zur Wand geneigt. Und da kann halt nicht so viel runterfallen, denke ich. So, der 3 Meter Baumstamm kommt. So, das heißt, den kommen wir jetzt einfach. So, mal. Der Baumstamm wird hier raufgelegt. Ja, und jetzt ist kurz zur Erklärung, damit man das sehen kann. Wir haben ja jetzt von hier diese Unternupsis, die hier unten drunter sind. Wir haben aber die Löcher sind so versetzt, dass man nur ein Loch ins Holz reinkriegt. Genau. Der Plan ist jetzt, dass ich mit der Bohrmaschine hier das Loch im Holz vorbohre. Ja. Und dann haben wir hier ganz lange, hier mach mal bitte. Ja. Ja. Die drehen sich ins Holz dann rein und verkanten sich dann. Das sind Holzschrauben. Das heißt, wir haben pro Baumstamm an jedem Ding eine Holzschraube. Das heißt, 4 Schrauben, die den Baum fixieren und 4 Schrauben, die dann den zweiten Baum fixieren. Jeder wollte schon mal einen Baum in seiner Wohnung haben, oder? So. Das sieht übertrieben geil aus. Das ist ein krasses Baumregal, würde ich jetzt mal sagen. Das glaube, das ist, reicht vom Eigengewicht her aus. Und wenn ich 2 Schrauben... Du nimmst jetzt einfach die Bohrmaschine mit einem Holzbohrer und bohrst von unten hoch. Genau. Und wenn du Robot hast, kann ich einfach die Schraube durchwirbeln. Ja, das ist der Plan. Das kriegen wir gerade so durch, denke ich mal. Soll ich oben festhalten? Drück mal oben drauf, ja. Nicht, dass du mir in den Finger bohrst. So, nachdem jetzt das Loch gebohrt ist, dreht die Mira von unten jetzt in den Baumstamm die Schraube rein, die Holzschraube. Dreht die sich rein, das Loch? Ja, ich habe nur nicht so viel Spielraum wegen der Wand hier. Hast du nicht einen, den man umklappen kann?
Nee, so ein Schraubendreher meinst du? Mhm. Hatten wir nicht mal von Gerald einen? Ja, der ist diese Seite schon fest fixiert, das heißt, ich würde jetzt drüben als nächstes hier ansetzen eigentlich. Zweite Bohrloch auf der Seite, dann sind beide Außenseiten fixiert, ja. Und dann kann es in der Mitte auch nicht mehr verrutschen. Genau, und da müssen wir aufpassen, weil es jetzt nicht ganz auffliegt. Ja. Aber das wird sich im Laufe der Jahre wahrscheinlich schon senken einfach. Da spielt uns die Zeit in die Hände. Also hier kannst du, glaube ich, sogar den zweiten machen, aber ist nicht notwendig. Ich denke nicht. Das ist... Das ist richtig. Da kannst du dich dranhängen. Das heißt, unsere Ballettstange ist fertig. Häng dich da nicht ran, Mann. Das ist übersatt. Oh, du hängst dich da ran. Das heißt, ich stelle euch weiter zurück und der zweite Baum kommt drauf. Das sieht überkrass aus. Voll die Mega-Aufgabe hier. Ja, ich habe jetzt Bäume an der Wand und ihr so? Festmachen, damit es da fixiert ist und dann geht's weiter. So, eine Seite ist schon fest. Jetzt machen wir die Außenseite. So, zwei Holzschrauben sind noch übrig, wie ihr seht. Die muss die Mira jetzt gleich in der Mitte nochmal anbringen. Und ansonsten ist die da unten noch fleißig am Drehen. Und dann haben wir gleich das Baumregal sozusagen fertig. Und obendrauf, auf das Baumregal, obendrauf, neben dem Spiegel sozusagen, da kommen dann unsere Pflanzenbotsche rauf. Richtig gut. Oh. So, mein Mann putzt, ja, ich ruhe mich aus. Also meine Baumstämme sind jetzt an der Wand, extrem geil. Ihr solltet alle Baumstämme an eure Wände ranbringen. Nein, die sind wirklich toll, richtig, richtig cool. Und genau, jetzt ist es natürlich eine Pflanzenwand, jetzt müssen die Pflanzen noch rauf. Ist ja wohl klar. So, zwei Pflanzen habe ich schon mal raufgestellt. Ich denke, man kann jetzt erahnen, was wir wollen. Und wir haben es natürlich relativ weit oben angebracht. Das heißt, ich kann mich gerade noch so im Spiegel sehen. Und da wir ja noch nicht ganz genau wissen, wir haben ja noch nicht so viele Stubenmöbel. Wir könnten jetzt hier zum Beispiel die Couch auch drunter stellen. Und weil es ja hier nur 20 cm reinragt in den Raum, stört es auch nicht, wenn man denn aufsteht. Also das ist der Plan. Vielleicht kommt das Lowboard hier rein oder die Couch oder vielleicht sogar der Esstisch oder so. Das ist jetzt einfach hoch genug. Wir können da drunter noch alles hinstellen, was wir wollen. Sieht auch wirklich richtig gerade aus, ne? Auch so. Ich meine, man könnte jetzt auch eine Bücherwand hier hinmachen oder alles Mögliche an Deko-Scheiß darauf stellen. Die auf jeden Fall mal nachmachen, könnt ihr euch einen 3-Meter-Spiegel. Achso, wir können ja nochmal über den Preis reden. Also der Spiegel war, wie gesagt, gratis. Den haben wir von eBay Kleinanzeigen abgeholt. Und das war wirklich richtig, richtig schwierig. Eigentlich ursprünglich wollte ich ihn auch in den Flur hängen, so als, ja, bevor man rausgeht, nochmal reingucken, Spiegel. Aber als der Spiegel hier oben war, habe ich festgestellt, dass der Spiegel 3 Meter lang ist, aber unsere Wände halt nur eine Höhe von 2,40 haben, also die Deckenhöhe. Und man kann ihn nicht gerade hier aufstellen, das geht also nicht. Also gerade geht halt einfach nicht. Und dann haben wir einen Spiegelschneider von der Party ausgeliehen. Damit, wir haben mit einem anderen Spiegel erstmal geübt. Das haben wir überhaupt nicht hingekriegt. Dann haben wir einen neuen Spiegelschneider geholt, weil wir dachten, vielleicht liegt es daran. Den haben wir aber nie ausgepackt aus der Verpackung. Der liegt immer noch ungeöffnet in unserem PC-Raum. Im Arbeitszimmer. Und ja, irgendwann haben wir dann gedacht, so scheiße, wir lassen das jetzt alles liegen. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, wir können ja auch quer hier hinhängen. Und unsere Stube ist halt einfach auch groß genug, sage ich mal. Ich meine, nicht jeder hat so eine 3 Meter freie Wand übrig, war. Ich glaube, wir haben sogar 4,10 Meter oder 4,20 Meter. Genau, ja, ist ja noch links und rechts ist ja noch frei. Und ja, die Baumstämme, die kosten 16 Euro, das Stück aus dem Baumarkt. Und genau, dann brauchen wir natürlich die Spiegelschellen. Was kosten die? Die haben nicht so viel gekostet, ich glaube 1,70 Euro oder sowas pro Stück. Pro Stück. Pro Stück, ja. Dann also haben wir ja 5 Stück. Euro oder sowas, 6 Euro für die Dinger. Genau, Spiegelschellen und dann natürlich noch die Winkel. Sage ich jetzt einfach mal 10 Euro mit Schrauben. Oh ja. Ja, die Schrauben habe ich hier sogar noch auf der Tüte drauf. Das könnte man sogar nochmal nachschauen. Hier, die Schrauben haben gekostet insgesamt 34 Cent. Ja, 34 Cent. Ich finde, es ist eine richtig günstige Sache auf jeden Fall. Ne? Und was für ein Glück, dass der Spiegel 3 Meter lang ist. Und als ich in der, die Werbeflyer durchschaut habe, dass die Baumstämme halt auch 3 Meter lang sind. Ich meine, ich gebe ja zu, ich wollte früher auch schon mal einen Baumstamm haben für die Wohnung. Da wurde ich aber gefragt, was willst du eigentlich damit machen? Und da hatte ich keine Antwort drauf.
Und ja, irgendwann hat sich das in mein Gehirn alles zusammengefügt. Ich finde es auf jeden Fall richtig, richtig krass. Ja, ihr könnt mich gerne abonnieren, da würde ich mich freuen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr zu diesem geilen Bäumstamm zu sagen habt. Jetzt reinschreiben! Boah, Alter, das war richtig laut. Nein, ihr könnt mir gerne in die Kommentare reinschreiben, wie geil ihr dieses Projekt findet. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao! So, ich habe jetzt noch ein paar mehr hingestellt. Also ich denke, man sieht auf jeden Fall, wo die Reise hingehen soll.